Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Wir haben es echt schon spät. 0:38 Uhr. Ich hatte einen Zoom-Call und hatte heute auch das Thema auf Instagram, dass YouTube ein bisschen zu kurz kommt und viele wünschen sich mehr YouTube. Und das werde ich jetzt wieder ganz arg versuchen. Ich weiß, ich habe das euch schon einige Male versprochen. Ich tue jeden Tag mein Bestes und ab heute gibt es wieder mehr Sit-Down-Videos, weil ihr euch das gewünscht habt, und natürlich auch ab und zu ein Vlog. Ihr Lieben, ich habe euch gefragt, was möchtet ihr wissen? Ihr habt fleißig gefragt und deswegen beantworte ich euch jetzt ein paar Fragen. Was möchtest du deinen Kindern mitgeben und wie bringst du es bei? Ich möchte meinen Kindern in dieser schrecklichen Welt vor allem eins mitgeben: Hört immer auf eure innere Stimme. Macht nie etwas, was sich nicht gut anfühlt. Lasst euch zu nichts zwingen und bleibt euch selbst immer treu. Ich mache gerade, und das ist ein Riesentipp von mir an euch, mit Liana ein Vorschulprogramm vom Wundergarten. Das ist ein wunderschönes Instagram-Profil. Und die haben eine Vorschule von 3 bis 8 Jahren, also online, und geben da unglaublich tolle, wertvolle Anleitungen, wie man sein Kind zu Achtsamkeit, Dankbarkeit, Gefühle fühlen, die Tore öffnet. Dass man Kindern ganz früh beibringt, dass sie die richtigen Glaubenssätze haben dürfen, dass sie richtig sind, genauso wie sie sind. Und da gibt es ein ganz schönes Programm. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Das ist wirklich etwas, was ich jedem Kind von 3 bis 8 Jahren empfehlen möchte. Genau. Meine Kinder sollen frei sein. Meine Kinder sollen das machen, was sie machen möchten. Und sie sollen, ja, sie sollen einfach so, wie sie jetzt sind. Wisst ihr, wenn sie Kinder sind, dann sind die so echt, so unverbraucht, haben keine Ängste, haben riesige Träume. Ich wünsche mir, dass das ganz lange so bleibt. Am liebsten das ganze Leben. Was tun, wenn Kind fast 3 Jahre ständig unzufrieden ist? Hinhören, genauer hinhören. Ich glaube, und da spreche ich jetzt einfach mal von mir, wenn meine Kinder unzufrieden sind, dann meistens, weil ich nicht fokussiert auf sie sein kann. Meine Kinder sind unglaublich glücklich, spielen ganz oft alleine. Aber wenn ich ständig rumrenne und was anderes zu tun habe, dann sind sie oft auch mal unzufrieden. Ich glaube, da muss man mehr Zeit mit den Kindern verbringen, wenn man merkt, irgendwas ist in Aufruhr in dem kleinen süßen Körperchen. Was macht dich glücklich? Meine Kinder an allererster Stelle, mein Mann. Meine Familie generell. Ich habe eine wunderbare Familie, wunderbare Eltern, tolle Geschwister. Wir haben gerade jetzt in dieser verrückten Zeit, in dieser schlimmen Zeit, haben wir einen so unglaublichen Zusammenhalt. Ich habe auch Freunde, die haben nicht so einen tollen Zusammenhalt in der Familie. Da spalten sich die Meinungen und sogar die Familien. Und da bin ich so glücklich darüber, dass wir das nicht tun, dass wir uns alle ganz arg lieben und stärken und jede Meinung akzeptieren, und das macht mich sehr glücklich. Welche Aufgaben hat André? Aufgaben? Er macht die kompletten Finanzen, Buchhaltung, Rechnungen schreiben, Geld hin und her schieben, von Geschäftskonto auf normales Konto, Steuern. Kamera. Er hat sich jetzt eine sehr gute Kamera gekauft. Diese nicht. Das ist meine Vlog-Kamera, mit der wir große Videos machen. Er macht Kamera. Er macht Schnitt mittlerweile. Er hat sich das, ich wollte gerade sagen, selbst beigebracht. Nee. Er hat sich einen Kurs gekauft auf Russisch und hat das Schneiden gelernt. Er schneidet besser wie ich. Ich habe mir das ja so selbst irgendwie beigebracht, aber er schneidet richtig gut. Natürlich ist er auch für die Kinder da, ne? Wenn ich arbeite, wir versuchen uns das gut aufzuteilen. Es klappt nicht immer. Ganz oft sind die Kinder auch, dass sie dann nur zur Mama wollen, ne? Dann müssen wir irgendwie anders organisieren. Kinder sind am allerwichtigsten. Aber wir kriegen das ganz gut hin. Und ja, André hat echt auch viel Arbeit. Deswegen müssen wir uns da gut abwechseln.
Was hilft dir, dich zu entspannen? Das da gerade. Ich liebe es, in die Kamera zu sprechen. Podcasts, Kurse. Ich liebe es gerade unglaublich, Kurse zu machen. Ich sauge gerade alle Kurse auf, die ich bekommen kann. Ich habe gerade ein Instagram-College, das mich total entspannt, weil ich da einfach sitze, zuhöre und aufschreibe. Ich habe einen ganz, ganz tollen Money-Mindset-Kurs gemacht bei Elina Miller. Mindblowing. Den habe ich jetzt, glaube ich, schon fünfmal wiederholt. Jetzt habe ich mir auf den Backen gebissen. Schon fünfmal wiederholt. Das entspannt mich. Me-Time. Einfach Dinge, die ich gerne mache, alleine tun. Vielleicht bei einem Glas alkoholfreien Rosé oder bei einem Kaffee. Das entspannt mich. Bisschen unruhig sind sie gerade, die kleinen Süßen. Was ist dein größter materieller Wunsch? Oh, viele. Ich habe den Wunsch, dieses Haus hier zu kaufen und zu renovieren. Ich habe einen Autowunsch, beziehungsweise eigentlich ist es eher Andres Wunsch, aber seine Wünsche sind auch meine Wünsche. Ich hätte auch wahnsinnig gerne ein Wohnmobil. Ihr seht, ne? Viele Wünsche, die ich alle erreichen werde. Ich weiß das. Ein Wohnmobil, wo man einfach sagen kann, so, und jetzt sitzen wir rein und fahren los. Ein Häuschen am Meer, dass meine Eltern und meine Geschwister absolut finanziell frei sind und sich keine Gedanken, Sorgen um Geld machen müssen. Das werde ich alles erreichen, ihr Lieben. Während ich das spreche, kribbelt es in mir, weil ich weiß, ich werde das erreichen. Also ja, einige materielle Wünsche, aber ganz wichtig, dass die Familie gesund und glücklich ist. An allererster Stelle. Das kann kein einziger materieller Wunsch ersetzen. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Das, was ich gerade so an Wünschen gehabt habe, da sehe ich mich. Ich sehe mich in diesem Haus, aber komplett renoviert. Ich sehe mich die Hälfte des Jahres am Meer. Ich sehe mich mit einem riesigen Team. Ich sehe mich mit meinen wundervollen, oh Gott, dann größeren Kindern, 5 Jahre, das ist lang. Da sind sie dann groß, also groß, ne? Immer noch meine Babys, aber da wäre Liliana dann wahrscheinlich schon fast 10 und Ben schon fast 7. Verrückt. Ich sehe uns sehr frei lebend. Ich sehe uns sehr viel reisen, am Strand, die Dünen oder die Strände entlang rennen zusammen. Wird schön, wird schön. Wie kam es zur Entscheidung, kindergartenfrei zu leben und was machst du genau beruflich? Oh, Kita-frei ist eine lange, lange Geschichte. Das hat ein bisschen, es hat mit vielem zu tun. Ich habe Liana mit 2 Jahren eingewöhnen wollen und ich habe da ein Video dazu gedreht. Ihr könnt es mal anschauen. Eingewöhnung Kita, das war einfach für mich Horror. Horror, mein Kind abzugeben. Horror, dieses System, diese Regeln, dieses, was ein Kind machen muss. Alle müssen gleich funktionieren. Ich möchte ein freies Kind. Ich möchte ein Kind, das nicht in den Stuhlkreis sitzen muss. Ich möchte ein Kind, das, wenn sie keinen Bock hat, ein Puzzle zu machen. Also ja, es ist jetzt ein bisschen übertrieben. Es gibt auch wundervolle Kitas und es gibt auch ganz viele Kinder, die in Kitas glücklich sind. Und Liana wäre bestimmt auch glücklich in einer Kita. Aber wir haben uns dafür entschieden, dass wir das freier gestalten. Und ich habe eine Kita-Freigruppe gegründet. Ich mache Kinderturnen, je nach Coroni-Regeln. Ich mache ganz viele Unternehmungen mit auch Gleichgesinnten und Freunden. Wir gehen auf den Naturpfad, auf Spielplätze. Ist jetzt alles ein bisschen eingeschränkt, natürlich durch diese Regeln momentan oder seit Jahren. Aber ich versuche da unser Allerbestes, dass wir da alle glücklich sind damit. Und wir sind aus dem System raus glücklicher. Und auch Liana, weil immer wieder viele sagen, aber die Kinder brauchen noch soziale Kontakte. Aber soziale Kontakte kann man auch außerhalb des Kindergartens haben. Also für uns passt das einfach voll gut. Was ich beruflich mache. Instagram, YouTube und im Direktvertrieb bei Hühler. Habt ihr und die Kinder regelmäßig Kontakt zu deinen Schwiegereltern? Bisschen schwierig, nee. Also über Videotelefonie ab und zu. Wie viele Stunden am Tag seid ihr draußen und was macht ihr dort alles?
Unterschiedlich. Wir versuchen natürlich schon so ein paar Stunden am Tag draußen zu sein. Momentan ist es schweinekalt und keiner hat Lust rauszugehen. Aber im Sommer leben wir eigentlich draußen, sind wir nur in unserem Garten oder im Vorgarten oder am Baggersee oder ne. Kälte ist so ein bisschen, wir sind alle so ein bisschen verfroren. Aber wir haben einen kleinen Spielplatz vor dem Haus, unser eigener, da sind wir auf jeden Fall regelmäßig. Wir spazieren natürlich auch, wir haben Hühner und Schäfchen in der Nachbarschaft. Wir machen Spaziergänge, Spielplätze, Tiere besuchen, mit unserem Hund natürlich spazieren gehen. Wir haben einen tollen Berg, wo man hochlaufen kann, was trinken kann. Ja, viele, viele Dinge. Willst du dich mal mit toxischer Positivität beschäftigen? Dann verstehst du manches vielleicht besser. Oh, so eine Frage, ne? Menschen haben so Angst davor, positiv zu sein. Menschen haben so Angst davor, wenn jemand nicht die ganze Zeit irgendwie. Ach, es ist schwierig zu erklären. Also, ich kenne toxische Positivität sehr gut. Ich bin garantiert kein Fall davon. Ich sage immer, beschäftigt euch mit euren Gefühlen. Fühlt dahin, wo ihr hinfühlen wollt. Ich bin wütend. Oh, ihr wisst gar nicht, wie ich wütend sein kann. Ich bin traurig. Ich bin alles. Aber wenn ich eine Vlog-Kamera oder Instagram in der Hand habe, dann bin ich meistens ziemlich glücklich, weil in Momenten, wo man wütend oder traurig ist, also so geht es mir zumindest, bin ich eher in mich gekehrt. Ne, beim wütend nicht. Da kriegt es André meistens ab. Aber toxische Positivität ist was ganz anderes, was ganz anderes. Und ich finde das so schade, wenn es Menschen gibt wie mich oder ich kenne auch viele, viele auf Social Media und andere, die einfach diese Positivität lieben und leben und es viel einfacher dadurch haben. Weil ich habe neulich wieder gehört, ein Mensch hat 60.000 Gedanken am Tag und 40.000 davon sind negativ. Und ich bin einfach jeden Tag darauf bedacht, dass wenn diese negativen Gedanken kommen, diese falschen Glaubenssätze, diese Ängste, dass man das einfach gleich für sich auflösen darf. Außer man möchte dahin fühlen, wie zum Beispiel, mich hat gerade was voll aufgeregt und ich will jetzt gerade wütend sein. Dann bin ich auch nicht so, aha, du hast mich gerade voll aufgeregt, aber ich bin so positiv. Nein, dann bin ich verdammt wütend. Also toxische Positivität gibt es. Ich habe sie definitiv nicht. Wie lange rede ich eigentlich schon? Ziemlich lange, oder? Wann könnt ihr dieses Haus kaufen? Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Unser Steuerberater wertet uns jetzt mal das letzte Jahr aus und dann gucken wir mal. Ne? Müssen wir mal anfragen, ob uns die Bank ein bisschen Geld geben möchte. Vielleicht bald. Vielleicht. Europapark Community Treffen? Fragezeichen. Voll gerne. Voll, voll gerne. Jetzt hat er ja gerade zu, aber wenn er wieder aufmacht, bestimmt. Wird André wieder in den Europapark arbeiten gehen? Nein. Wir haben so viel zu tun zu Hause. Wir haben so viel Arbeit, selbstständige Arbeit. Ich brauche ihn hier auf jeden Fall 24/7. Naja, manchmal geht er mit dem Hund spazieren oder zu seinen Kollegen, aber am Tag würde ich hier das alleine nicht alles stemmen können. Macht ihr noch Kinderturnen? Wir haben momentan eine Pause drin, weil die Regeln einfach zu krass sind, also für meine Bedürfnisse zu krass. Und da muss einfach jeder selber hinfühlen, wie das geht, aber dieses 2G++ und so, das ist mir alles ein bisschen zu heftig. Und deswegen machen wir das gerade nicht. Bekommt André jetzt bald seine Sauna im Garten? Ja, ist geplant. Wir wollen jetzt erstmal eine Photovoltaikanlage aufs Dach machen. Und es ist gerade so schwierig, Bauarbeiter zu finden. Wahrscheinlich schon lange schwierig, aber das erste Mal, dass wir das so brauchen. Wir hätten gerne eine Holzterrasse ums Haus rum. Und wenn diese Holzterrasse gemacht ist, dann die Sauna. André wollte schon viel länger eine bestellen, aber
ich bin ja eigentlich die, die schnell bestellt, aber er hat dann gesagt, nie lass uns das richtig machen, weil wenn wir dann eine Sauna da stehen haben und dann kommt danach die Terrasse, das wäre ein bisschen blöd. Deswegen wird die Terrasse wahrscheinlich erst, also wir hoffen, wir haben jetzt diese Bauarbeiter angefragt, die haben gesagt, es dauert noch mindestens bis Juni, Juli. Wir hoffen, dass sie da dann unsere Holzterrasse bauen und danach dann die Sauna draufstellen, genau. Wie viele Stunden Schlaf hast du im Schnitt? Momentan fordert mein Körper das sehr. Ich schlafe gerade ganz oft mit den Kindern ein, was mich total nervt, weil ich bin eigentlich, ne, voll aktiv so um diese Uhrzeit. Aber ja, der Körper macht es halt nicht immer mit, ne? Und die letzten Tage bin ich echt immer mit den, aber die Kinder gehen spät ins Bett, ne? Die gehen um 22 Uhr ins Bett. Wir haben gerade einen ultra späten Rhythmus. Ich möchte es auf Silvester schieben, aber jetzt haben wir schon wieder Ende Januar. Wir haben einen sehr späten Rhythmus. Und wenn ich sie dann ins Bett bringe, dann bin ich halt meistens so gerade an der Kippe und manchmal schaffe ich es mich dann wieder hochzuraffen und arbeiten zu gehen, manchmal nicht. Im Schnitt würde ich jetzt mal so sagen 6 Stunden. Manchmal 5, manchmal 8. 6, sage ich jetzt mal so im Schnitt. Kannst du noch mal ein Zeig dich mal drehen? Ich liebe das Format. Ah, zeig doch mal. Ja, gute Idee. Machen wir. Würdest du heute so erfolgreich sein, wenn der eine Mann dir Hühler nicht paar Mal aufgedrängt hätte? Mega Frage. Nein, nein, das wäre ich definitiv nicht. Hühler ist unser Haupteinkommen. YouTube und Instagram ist was mir unglaublich Spaß macht, aber was jetzt nicht so viel Geld bringt. Wobei, stimmt nicht. Weil ohne Instagram wird auch Hühler nicht so gut laufen, weil ihr, meine Community, da seid und mich unterstützt, mich begleitet, kauft. Und das macht natürlich dann das Zusammenspiel aus. Aber ja, Hühler ist definitiv ein wunderschönes Business. Und jetzt komme ich wieder ins Schwärmen und darf es nicht machen. Ah, weil alle sagen, du machst zu viel Hühler. Aber ich liebe dieses Produkt. Ich liebe dieses Produkt so sehr. Und ich habe diese Leidenschaft und ich habe ein großes Team und es macht so viel Spaß und deswegen rede ich so gerne drüber. Weiter. Letzte Frage. Ich glaube, ich habe jetzt. Ah, da oben steht es ja, 17 Minuten. Und ich glaube, ich muss nichts schneiden. Oder? Habe ich was Blödes gesagt? Woher hast du das Memory mit dem Ich bin? Ah, das ist, glaube ich, von Mira, wenn du das meinst. Mira und das fliegende Haus. Die hat eine eigene Website, ein eigener Podcast, auch sehr zu empfehlen. Ich verlinke es dir in der Infobox. So, magst du noch vegan werden? Schöne letzte Frage. Will ich sehr, sehr gerne und ich mache es gerade immer, immer mehr. Ich esse gar keine Eier mehr, außer wenn es jetzt irgendwo verbacken ist. Aber so, ja. Eier habe ich schon viel, also total reduziert. Milch trinke ich gar nicht mehr. Beim Kochen nehme ich Sojasahne. Also ich bin schon auf einem guten Weg. Ich würde das sehr, sehr gerne machen, ja. Es ist bei mir nur Bequemlichkeit, das ist furchtbar. Aber ich bin schon viel besser geworden, wie ich vor ein paar Monaten war. So, meine Lieben, spontan und schnell ein Q&A. Ich hoffe, euch hat es gefallen und freue mich aufs nächste mit euch. Bis ganz bald. Ciao.